Sehr verehrte Damen und Herren, ich lasse Sie zwar in verkleinerter Runde, aber es kommt ja nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Heute im Amorsaal begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute wiederum ein besonderes Projekt vorstellen können mit bewährten Autoren und Organisatoren, die wiederum in einem Blick zurück in eine wichtige Phase unserer Geschichte, nämlich Fulda nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Heft herausgegeben haben, eine Broschüre für unsere Schulen. Ich darf in dieser Runde zunächst Herrn ersten Kreisbeigeordneten Dr. Ringenfeld begrüßen. Wir sind ja gemeinsam Stadt-Kreis-Träger des Medienzentrums, früher der Stadt- und Kreis-Bildstelle. Und damit ist es sozusagen auch schon ein weiterer wichtiger Beteiligter genannt, nämlich Herrn Karpel, unseren Leiter. Ich freue mich, dass auch die Gremien vertreten sind. Ich begrüße unsere Stadtverordnetenvorsteherin Frau Hartmann und Frau Stadträtin Herbert, die heute mitgekommen ist. Ich darf für das Staatliche Schulamt Frau Haschmann und Herrn Dr. Imhoff begrüßen, die aus der Sicht der Schulen immer wieder wichtige Partner sind. Ich heiße willkommen den Autor, nämlich Günter Sager, der seit vielen Jahren dieses Stück, dieses Kapitel deutscher Geschichte in vielfältiger Weise erforscht und publiziert und dafür sorgt, dass diese Phase nicht in Vergessenheit gerät. Ich begrüße Herrn Schäfer, der wiederum auch in gewohnter Weise ja uns begleitet bei vielfältigen Layout- und Illustrationsnotwendigkeiten. Begrüßen darf ich insbesondere die hier anwesenden Schulleiterinnen und Schulleiter. Herr Kahn sagt zu Recht, wir hätten uns natürlich noch mehr gewünscht, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, wie vielfältig Verpflichtungen sind. Und wir wollen ja heute den Startschuss geben und dann sicherlich mit Hilfe dieses Stücks fuldischer Geschichte der Stadt, der Region für die Jahre 45 bis 49 wieder in den Unterrichtsstoff an Material, vielfältige Hilfestellungen. Wir haben am Freitag der vergangenen Woche die Vorstellung der Stadtgeschichte miterleben dürfen im Von der Museum. Ein großes Werk, der Band von der Säkularisation bis, wie es heißt, zum hessischen Sonderstatus. Und auf dieses Stück der großen Darstellung der Geschichte Fuldas hat ja auch dieses Thema für sich in einer besonderen Wertstellung auch aufgenommen. Wir wissen aber auch, dass 1,6 Kilogramm Stadtgeschichte auch anspruchsvolle Lektüre ist und wir nicht erwarten können, dass wir gerade in die jüngere Generation hinein bestimmte Themenstellungen über dieses wichtige Werk in der Weise transportieren können, wie sie nun mal sehr unterrichtsnah aufgearbeitet in unserer neuen Broschüre Fulda nach dem Zweiten Weltkrieg möglich ist. Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass Herr Sagan sich diesem Thema wieder gestellt hat und in vielfältiger Weise anhand sehr plausibler und nachvollziehbarer
Beispiele und Hilfestellungen für den Unterricht das Ganze so übersetzt, dass es in der Tat, wenn man so will, von der großen Geschichte die Überschaubarkeit einer interessanten Broschüre dargestellt werden kann. Ich möchte mich bei all den Beteiligten sehr herzlich bedanken, dass wir mit dieser Broschüre wieder ein wichtiges Stück der Vermittlung von Geschichte, wenn man so will, heute muss man Geschichte sagen, vor wenigen Jahrzehnten hätte man vielleicht noch so halbwegs Zeitgeschichte sagen können, dass uns dies gelingt, denn je weiter wir uns von diesen Schreckensjahren entfernen, umso mehr verblasst die Erinnerung und wir sind mittlerweile in einem Abstand von zwei Generationen. Die Erlebnisgeneration ist nunmehr in einer Altersschwelle, wo das Erzählen auch nur noch in eher überschaubaren Rahmen geschehen kann. Und umso wichtiger ist es, das festzuhalten, was vor Ort auch die damaligen Jahre lebendig werden lässt und damit Geschichte nicht vergeht. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns im Medienzentrum mit kundigen Begleitern auch immer wieder diesem Thema stellen. Also herzlichen Dank an natürlich den Autor zuallererst, aber an Karp und all diejenigen, die bei diesem Werk mitgewirkt haben. Jetzt darf ich das Wort weitergeben an Herrn Dr. Ringfried. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Sagan, sehr geehrter Herr Karp, sehr Gäste. Ich darf Sie auch im Namen des Landkreises herzlich grüßen und kann im Wesentlichen auch das nochmal bestätigen, was der Oberbürgermeister sehr eindrucksvoll gerade geschildert hat. Wir gemeinsam, Stadt und Landkreis Fulda, haben auch diese zweite Broschüre Fulda, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, herausgegeben und sehen da wirklich eine Verpflichtung, gerade auch als lokale Bildungsträger, als Akteure ein Stück weit einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir hier Geschichtsbewusstsein vermitteln können in der Region. Denn in der Tat, es ist richtig, das Wissen über den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen, die grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen, Flucht und Vertreibung, neue Heimat finden hier in der Region oder sich einsehen, mit grundlegender materieller Not und Existenznot kämpfen zu müssen. Das sind Erfahrungen, Berichte, die die jüngeren Generationen, und ich gehöre schon dazu, heute, wenn überhaupt, nur von Erzählungen von Älteren oder aus Schulbüchern erfahren können oder auch im Fernsehen. Nur auch diese Darstellung, über die wir in den Medien verfügen, sind natürlich überregional. Sie zeigen den Zweiten Weltkrieg als etwas, was im unmittelbaren Empfinden dann für die jüngere Generation überhaupt nicht vorstellbar ist, als etwas, was vielleicht weit weg entfernt gespielt hat. In der Regel sehen wir im Fernsehen, sehen die Jüngeren im Fernsehen dann auch die Bilder von den zerstörten Großstädten von Berlin, von München, Köln oder vielleicht Kassel. Aber dass das hier konkret vor Ort das Leben bestimmt hat, das ist doch wirklich aus nachvollziehbaren Gründen für die jüngere Generation sehr, sehr schwer erfahrbar. Und das ist auch nicht in Schulbüchern nachzulesen, die praktisch in hessischen Schulen vermittelt werden, auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil das ja das Land Hessen betrifft oder zumindest überregional. Und deshalb ist es wirklich gut und richtig, gerade weil wir hier vor Ort engagierte, geschichtsbewusste Menschen haben, die sich auch diesem Thema intensiv gewidmet haben in den vergangenen Jahrzehnten, wie insbesondere Herr Sagan, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und uns die Möglichkeit bieten, dieses Wissen weiterzugeben an unsere Schüler, an unsere Jugendlichen. Und für mich wird das eindrucksvoll auch wieder erfahrbar in der ersten Broschüre, Fulda im Zweiten Weltkrieg. Ich habe das vorhin schon mal gezeigt, da ist hier unten, ich weiß nicht, ob es erkennbar ist, Bild von der Heimbacher Straße. Deutsche Kriegsgefangene werden von amerikanischen Soldaten bewacht in der Heimbacher Straße. Und ist es zufällig, wohne ich direkt um die Ecke, komme also jeden Tag zweimal mindestens an dem Ort vorbei
Und ich glaube, wenn jemand, auch Jugendliche, mit Bildern aus dem eigenen Umfeld konfrontiert werden und man sich das damals vorstellt, was heißt denn das? Hunderte Gefangene hier aufgestellt, bewacht von amerikanischen Soldaten. Und heute würde man da vorbeifahren. Ich glaube, das sind geradezu Bilder, die wirklich dazu anregen, dazu zwingen, sich Fragen zu stellen, zu hinterfragen. Wie kam es dazu? Wie war das? Was hat es bedeutet? Und das ist sicherlich viel, viel eindrucksvoller und ich hoffe pädagogisch vielleicht auch viel wirkungsvoller und lädt dazu ein, dass sich Schüler mit dem Thema beschäftigen, als wenn man auf die üblich vorhandenen Medienmaterialien zurückgreift, die das Kriegsgeschehen oder die Folgen des Kriegsgeschehens in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. Und deswegen denke ich, ist es wirklich eine sehr, sehr wichtige Initiative und ich bin dankbar, dass wir mit Herrn Sager, mit Herrn Karp und den Mitstreitern Menschen haben, die sich dieses Themas angenommen haben. Wir als Stadt- und Landkreis Fulda unterstützen das gerne. Ich möchte mich natürlich auch nochmal bei der Sparkassenstiftung bedanken, die das auch finanziell ermöglichen. Und ich wünsche hier den anwesenden Schulleitern, dass dieses Material in den Schulen auch aufgenommen wird, dass es für die Lehrer wirklich auch eine gute Hilfestellung ist, um das Geschichtsbewusstsein zu stärken. Und es geht nicht nur um den Blick zurück in die Vergangenheit. Ich glaube, es geht wirklich um eine Bewusstseinsbildung für das heutige Hier und Jetzt. Denn wenn man sieht, in welcher existenzieller Notlage Menschen hier nach dem Krieg waren, auch gerade in den Jahren 1945, 1949, die jetzt von der neuen Broschüre behandelt werden, wo noch gar nicht vorstellbar war, dass die Bundesrepublik einmal eine so stabile, prosperierende Zukunft bieten würde. Wenn man sich das vorstellt und spürbar einfach deutlich vor Augen führen kann, wie die Welt damals aussah, dann werden vielleicht auch einige Probleme der heutigen Zeit relativiert und führen dazu, dass man vielleicht einige der drängenden, heute drängenden Zukunftsaufgaben und Gegenwartsaufgaben etwas mit der Gelassenheit angeht, um sich doch deutlicher vor Augen zu führen. Wenn das eine Gesellschaft überstehen konnte, dann ist man auch für die Zukunft gerüstet. Und von daher denke ich, dass es sehr wohl eine wirkliche Bereicherung für den Unterricht und unsere Schulen sein kann. Und das wünsche ich gerade den anwesenden Schulleitern, dass es gelingen möge, dadurch einige Schüler für die Vergangenheit, die Erforschung der Vergangenheit zu begeistern und auch den Blick in die Zukunft richten. Von daher meine besten Wünsche für den Einsatz im Unterricht und ich hoffe, dass Sie viele Multiplikatoren mal in Ihrer Lehrerschaft sehen. Vielen Dank. Ja, wenn wir beim Danken sind, bedanke ich mich natürlich erstmal bei den Herausgebern, vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Müller, durch Herrn ersten Beigeordneten, Kreisbeigeordneten, eben die Ehrenworte auch für mich, also herzlichen Dank an Sie. Meine einführenden Worte zum schönen Arbeitsheft, Fulda nach dem Zweiten Weltkrieg, die Jahre 1945 bis 1949, sollen nicht nur einen Einblick in das Themenangebot liefern, das Sie jetzt als nächstes hier sehen, sondern gleichzeitig punktuell den didaktisch-methodischen Ansatz des Heftes verdeutlichen. Das Themenangebot, so wie wir es hier vor uns haben, orientiert sich an den Lehrplänen von Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Diese Seite führt in den ersten Themenblock ein und zeigt die traurige Bilanz des Zweiten Weltkrieges auf materiellem Gebiet am Beispiel der Stadt Fulda. Das Bild bietet neben den Sachinformationen die Verdeutlichung zweier durchgängiger methodisch-didaktischer Prinzipien des Heftes. Und ich bin eigentlich Herrn Lindenfeld sehr dankbar, er hat das eine schon angesprochen, aber ich will es hier gerne nochmal erwähnen. Also einmal den Einsatz der Bildquellen, und die könnte es bei einem Medienzentrum anders sein, als anschauliche Grundlage für einen arbeitsunterrichtlichen Unterricht oder eine arbeitsunterrichtliche Vorgehensweise. Zweitens die Verwirklichung des lokal-regionalgeschichtlichen Ansatzes. Von ihm sind die Methodiker überzeugt, dass er das Verständnis der Lernenden
für komplexe Zusammenhänge erleichtert. Die Historie verliert ihre Abstraktheit und gewinnt an Transparenz. Nicht zuletzt durch das Einbeziehen der Lebensgeschichte wirklicher Menschen sowie durch die Einbettung der Ereignisse, der Geschehnisse, der Vorgänge in einen geografischen Rahmen, der den Schülern und Schülerinnen vertraut ist. Ein anderes Beispiel für diese geschilderten methodisch-didaktischen Positionen bietet diese Seite aus dem gleichen Kapitel. M8 zeigt auch, regionalgeschichtlicher Ansatz heißt, Themenbeispiele nicht nur aus der Stadt Fulda, sondern aus dem gesamten heutigen Kreis, also unter Einschluss des alten Kreises Hünfeld. Hier eben ein Beispiel bei 8 aus Solsdorf. Diese Seite ist im Kapitel Verschleppte, Vertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte entnommen. Sie verdeutlicht, dass eben angesprochene Einbeziehen der Lebensgeschichte wirklicher Menschen. Das Schicksal der Familie Groh wird auf einer anschließenden Seite weiterverfolgt. Und auch am Ende werde ich noch einmal darauf zu sprechen kommen. Hier wird aber auch ein weiteres didaktisch-methodisches Prinzip deutlich, das kennzeichnend für dieses Heft ist und noch nicht angesprochen wurde. Die Verwendung der Zeitung als Quelle. Zeitungen sind für den Geschichtsunterricht eine besonders interessante und ergiebige Textquellensorte und können historische Einblicke in verschiedenste Lebensbereiche öffnen. Faximiles, wie hier, vermitteln den Eindruck von den tatsächlichen historischen Erscheinungsformen der Quellen. Manchmal können sie durch ihren Fremdheitscharakter besondere Motivationskraft freisetzen. Entschlüsselung kann ja spannend sein. Überdies lassen sich alte Zeitungen für eigene, angeleitete Forschungen einsetzen. Ich denke hier an Wettbewerbe, Präsentationen im Rahmen von Abschlussarbeiten, Projektprüfungen, auch in Projektwochen und so weiter. Das Stadtarchiv mit Herrn Dr. Heiler wird hier gerne helfen. Diese Seite führt uns in die harte Zeit des Überlebens nach dem Zusammenbruch. Als Beispiel ist die Wohnungsnot herausgegriffen. Neben den erschütternden Zeilen über Elendsquartiere im Landkreis zeigt sich auch hier das Leistungsvermögen der zeitgenössischen Alltagsquelle Zeitung. Gerade die Anzeigen spiegeln den Zeitgeist und die Lebensverhältnisse oft auf eindrucksvolle Weise wider. Hier ein Beispiel aus dem Themenbereich Vergangenheitsbewältigung. Diesmal Anzeigen aus einem positiv besetzten Zusammenhang, nämlich aus dem Thema die Währungsreform und der Beginn der freien Wirtschaft.
Hinweise, die endlich markenfrei oder frei verkäuflich machen neugierig, bieten Anlässe zu Fragen. Entdeckendes Lernen kann hier und an vielen weiteren Stellen in Gang gesetzt werden. Die Abbildung bietet ein Aufgabenbeispiel aus dem Inhaltskomplex Wiederaufbau aus Trümmern. Kreative, abwechslungsreiche Aufgabenstellungen, auch mit handlungsorientierten Elementen, kommt dabei ein hoher Stellenwert zu. Die letzte Abbildung zeigt eine Aufgabe mit Handlungsorientierung im Zusammenhang mit der schon erwähnten Vertreibungsgeschichte der Familie Groh. Die Präsentation sollte und konnte nur einen kurzen Einblick in das Heft, seinen Inhalt und seine methodischen Absichten gewähren. Alles Weitere entnehmen Sie bitte der vorliegenden Broschüre, die heute ja hier ausliegt. Ich hoffe, Sie können sie wenigstens auszugsweise in Ihrem Unterricht verwenden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle sollte eigentlich nur der technische Hinweis kommen, dass jetzt die Broschüren ausgegeben werden, aber ich möchte doch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir uns ausdrücklich bedanken, unsere Arbeitsgruppe, die seit Jahren sich mit Themen für unsere Heimat beschäftigt, bei Herrn Oberbürgermeister Möller, der in seiner Person als ehemaliger erster Kreisbeigeordneter uns schon immer sehr gut unterstützt hat und auch jetzt bei diesem Anliegen, als wir vor einigen Jahren zu ihm kamen und die erste Broschüre Fulda im Zweiten Weltkrieg ansprachen, sofort zusagte, dass er sich um Mittel für uns bemühen würde. Auch der Schulträger Landkreis ist in diesen Fragen seit Jahrzehnten offen. Ich erinnere an unser Projekt, unsere Heimat am Kreis Fulda. Und ich darf hier jetzt noch einen weiteren Dank anschließen, den Dank an die Arbeitsgruppe, die sehr sympathische Zusammenarbeit mit Herrn Schäfer, mit Herrn Wendel, mit Herrn Sagan, den ich zuletzt nenne, um ausdrücklich nochmal zu sagen, wir machen weiter. Wir würden gerne weitere Projekte gemeinsam mit Ihnen veranstalten. Gibt es Schere, hier wäre das Messer, um die Pakete zu öffnen. Ich will mich aber insbesondere auch bei Herrn Kerkel nochmal bedanken, der da für Neues inspirierend tätig ist und unsere Heimat im Lokalen, im Regionalen ist ja immer so facettenreich, dass es immer wieder was Neues gibt und die Rückbezüglichkeit auf den Ort, herkommen und wir am Ende auch dann gelandet sind, immer wieder interessant zu gestalten. Also nochmals ganz herzlichen Dank. Ich wünsche, dass diese Broschüre ebenso reichhaltige Verbreitung